Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, vielleicht sogar eins der ersten 2020, zusammen mit natürlich einem Special Guest, dem Jan. Hi! Hi! Wird ganz oft auf meinem Kanal noch hier in diesem Jahr am Start sein. Wir probieren heute zusammen auf beiden Kanälen, also unbedingt bei dem jeweils anderen rechts und beim i vorbeischauen, den MyClub-Modus in PES aus. Wir wollen ein bisschen mehr PES in nächster Zeit bringen. Falls ihr da Tipps oder Ideen habt oder Vorschläge, was wir da mal antesten sollen, anzocken sollen, dann werden wir das gerne zusammen machen. Schreibt uns das unbedingt in die Kommentare bei Jan oder bei mir. Und jetzt, heute fangen wir an mit MyClub. Ich habe keine Ahnung von dem Modus, ist so ähnlich wie Ultimate Team. Wir wissen und beide nicht, was uns erwartet, und hast schon auf Start gedrückt? Nee, wir starten jetzt rein. Okay. Ich halte den Controller in die Kamera. 3, 2, 1 und yo. Ich habe Angst, was passiert? Ich habe keine Ahnung. Es lädt also. Wir haben beide schon noch nie MyClub gespielt. Und Mike ich habe Club. MyClub, ja. Oh mein Gott. Erstmal Live-Aktualisierung. Ja, bei mir ist auch Editierdaten und so. Das ist richtig spannend. Willkommen! Okay, Nationalität, ja, schon mal gut, Albanien. Gut, dass ich dich so gut kenne. aber genau. Wo ist Deutschland? Ich find's Alter, Heimatort. Was? Ja, Braunschweig gibt's sogar. Warte mal, bevor du jetzt drückst, will ich mal sehen, was es hier als alter Erlangen gibt's. Führt, Junge. Das ist richtig krass. Das ist übrigens alles bei mir so in der Nähe. Ich bin gerade so. Warte, ich muss mal gucken, ob es auch den Ort gibt, wo ich wohne. Nee, was nehme ich denn jetzt für ein Team? Nee, gibt's nicht. Ich sehe gerade, die Bundesliga ist bei mir richtig. Einfach führt. Geil. Okay, als Team nehme ich. Ja, Bayern oder nicht? Bei mir auf jeden Fall Bayern am Start. Bayern ist bei mir gar nicht in der Bundesliga mit drin. Das ist irgendwie durch Updates zusammengeworfen. Ist ja bei weitere Clubs, ne? Ja. Standardansage, das hä? Hä, ja, ich nehme mal Bayern nicht. Was denn für Standardnameansage? Ja, ich bin ja auch Bayern. Oder führt Bayern. Ihr kennt euch aus. Ja, dann nehme ich einfach Wolfsburg, nehme ich. Ey, was ist das denn? Ja, weiß auch nicht. Okay, Mannschaftsname. So, neuer Trainer erstellen. Was? Formation. Ich mach Mannschaftsname, was hast du denn? Ja, ich bin ja da schon links weiter. Profivertrag unterzeichnen, würde ich sagen, erstmal. Intern Trainer. Ach du Scheiße. Liste von verfügbaren Leihspielern habe ich jetzt. Alter, ich check jetzt schon gar nicht mehr. Alter, wie ist denn die. Wie sind denn die Formationen? Wenn ich 4, dann habe ich 3. Hey, ich weiß gar nicht, was ihr machen muss. Soll ich jetzt hier Seltenheit, so ein silberner Ball. Warte mal kurz auf mich. Dann warte mal kurz auf mich. Mach kurz einen Cut, bitte. Liste von verfügbaren Leihspielen. Ja, okay. Die Seltenheit ist alles dasselbe, aber ich weiß nicht, was denn der silberne Ball, was soll mir das sagen? Ja, der silberne Ball, der sagt dir quasi aus, glaube ich, welche. Dass die halt den Seltenheitsgrad, ne? Ja, die aber sind was halt extrem ist selten. Ja, die sind ja eh alle gleich. Die sind extrem selten, alle die Spieler. Und wir dürfen uns jetzt quasi aussuchen, ob wir uns einen extrem guten seltenen aussuchen, für halt nur 4 Vertragsdauerspiele wahrscheinlich. Oder halt so einen schlechteren seltenen. Und wie viele dürfen wir davon nehmen? Einen wahrscheinlich. Einen? Ich weiß halt nicht, was für ein Team ich machen will, ob ich ein deutsches machen will oder irgendwie in die andere Richtung. Ich weiß gar nicht, ob das in irgendeiner Form, ich habe keine Ahnung halt. Ich glaube, ich nehme also einfach David Silva. Ich vergleiche das jetzt so ein bisschen mit Ultimate Team halt, das ist so das Ding. Ja, ich weiß nicht, ob man das machen darf. Ja, das werden wir jetzt gleich mal sehen. Also so, Grüße David gehen raus. David Silva wurde leihweise verpflichtet, der hat einen Vertrag bis 7 Spieler. Ja, komm Leute, ich nehme Robert Lewandowski einfach. Hauen wir raus. 5 Spiele, schauen wir mal. Pass auf, gut, ihr Vereins wurde ausgesucht, schauen Sie sich. Ja, richtig so gute geil. Spiele. Siehst du, und da sind die Bälle weiß und Bronze und so und dann. Hast du. Wie viele Bronze hast du? Einen. Ja, ich auch. So, so einen komischen gut. 72er. Ich habe nur 72, so. 72 habe ich gesagt. Ja, ich. Wahrscheinlich haben wir genau diese. Was? Nur 72 habe ich. Okay, hier, oh, wir werden ja voll durchgeführt. Okay, das Kadermanagement ermöglicht ihren Trainern den Vision. Okay, alles klar. Es ist ratsam, sich mit den Grundlagen vertraut zu machen. Goldener Ball, ja, das ist wie ich schon gedacht habe. Oh, echt? Kommt er jetzt hier so ähnlich wie Pack ziehen? Ja, aber das sieht viel cooler aus. De Rossi. Hab ich. Oh, goldener nice. Ball. 36 und ist er. Ich hab einen von Lazio. Spieler hab ich.
Lukas von Lazio, wer ist das denn? Was? Der ist viel besser als mein. 32, Spielstil der Zerstörer. Was ist bei mir Defensivakte? 36, alter Junge, der stirbt direkt. Ah, oh, hier Bayern jetzt Trikot, hier oder? So im Wolfsburg-Trikot. Ah, also gut. Okay, dann weiter. Ich krieg wieder einen neuen Spieler. Alles klar, ich auch. Tadellose Transferhand. Ey, ich bin so gut auf jeden Fall hier am Transfermarkt. So krass. Weißer Ball, ja, okay, kann ich vergessen. Wer ist Dreier das? Dreier Scouting-Team. Ja, das ist. Boah, eine 64, den wollte ich schon immer mal haben. Ja, im Bayern-Trikot, sag ich mal, da hab ich mich schon immer drauf gefreut. Also irgendwas mit der Auktionshaus kommt jetzt. Ja. Mir fehlt bis jetzt irgendwie so, dass sie mir sagen, was ich hier für Echtgeld kaufen kann. Wahrscheinlich hinten bei Extras oder so. Vereinsgründung, ey. Ich bekomme die ganze Zeit GP-Punkte. Ja, Bonus für einen Tag. Gut. Oh, fertig. Oh, guck mal, wenn du hier ich irgendwie so 10 Tage lang irgendwie in Folge so die ganze Zeit online bist. Ich bin durch jetzt aber. Ja, ich auch, glaube ich. Also, ich habe keinen Ronaldinho und Messi. Also ich hab ihn. Warum? Den finde ich gut. Messi. Wir haben absolut dieselbe Edition. Ja. Egal. Egal. Mann, der einzige Bronze-Spieler, ja, der ist auch auf dem offensiven Mittelfeld, wo ich meinen Schwarzen da hab. Ja, ey, war das den Schwarzen? Den schwarzen Ballspieler, ja. Spezialagent, Top-Agent. Ah, okay, hier kann man Kisten kaufen. Oder halt so Agenten, das heißt halt hier Agent quasi so. Und durch die Agenten kann Kannst man Spieler. Ja, genau. Aber so. Es gibt Sachen, die kostenlos sind. Lass sie mal aufmachen. Echt, wo denn? Bei Sammlerkiste? Bist du. Bei Spezialagent. Da haben wir 10-mal einen Premium-Agenten. Ne, 10-mal? 3-mal? Was? Wieso hast du das alles? Bei mir. Hast du nicht? Also 4 Sachen habe ich zur Auswahl. Was? Okay, ich habe kostenlose Sachen. Also Leute, schaut bei mir vorbei, ich öffne die jetzt. Hä, Alter, was für ein... Hä? Lol, Ranglistenspiel Sim. Also führen Sie Ihr Team ohne direkt einzugreifen und bestimmen Sie Strategie und Wechsel. Lol, es gibt auch MyClub Co-op, gibt's auch. Also nicht nur, dass man Freundschaftsspiel ist, sondern wir können auch... Irgendwie kombinieren Sie bitte. Ihr Team mit anderen Teamkameraden und spielen Sie im Online-Core. Das passt perfekt, es ist Thiago. Thiago Alcantara haben wir einfach gezogen gehabt, lol. 88er Thiago. Kann man machen. So, also wir sind jetzt zu zweit. Ich denke, da kommt auch kein Bot mehr dazu. Ich weiß es nicht. Und jetzt suchen wir einfach mal einen Gegner. Ich habe mal alles auf random eingestellt. Also quasi Gegnersuche ist komplett random. Die sind nicht gleiche Stufe mit mir. Die sind... können auch tausendmal besser sein als wir jetzt gerade. Wir haben Koop Stufe 1, ja, wir spielen das ja ganz zum ersten Mal. Die können auch ein viel besseres Team haben. 3. Die können aber auch ein viel besseres Team haben, das weiß ich auch noch nicht. Ich bin einfach gespannt. Ich habe mit dir zusammen noch nie PES gespielt. Ich habe auch noch nie mit irgendeinem anderen zusammen PES gespielt. Also die haben schon mal auf jeden Fall auch einen krassen Kader. Rakitic, Thiago, Özil, Pedro, Aubameyang. Ist der behindert? Die haben einfach meinen Kader verändert. Ja, sehr gut. Hallo? Was? Ich hab die Spieler von dir gekriegt. Ich hab David Silva und so jetzt. Ah ja, das ist meiner. Also ich hab quasi die bestmögliche Aufstellung, haben die automatisch aus beiden unserer Mannschaften so gemixt. Also das ist auf jeden Fall schon mal was Krasses, finde ich, dass man so zusammen... Auf beiden Videos. Zusammen, finde ich auch, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so man halt so das Team auch mischt. Ja, das auch, das ist richtig krass eigentlich. Teams quasi mischen, das ist mega geil. Ich fände es gut, wenn die Trikots gemischt werden, also Trikot von Bayern und Hose von Wolfsburg. Am Arsch, Alter. Ja, okay, wir sind nur zu zweit und die auch. Wer bin ich denn? Oh, Clan-Partie spielen 2000 GP. Ich bin gelb. Okay, ich bin gelb und du bist. Stimmt, grün, meine Controllerfarbe hat sich auch geändert dadurch. Ja, tatsächlich. Okay, gelb-grün, ich bin absolut gespannt mit dir als absolut Nicht-Profi hier. Was? Guck mal hier direkt. Ja, nice! Ja. Ey, das macht gerade richtig Spaß. Also, ja, wirklich. Also, ohne Müll, ich finde das richtig krass. Das war voll überraschend. Also, ich habe noch nie Pro Evolution Soccer Online gespielt. Noch nie. Ich auch nicht. Scheiße, ich habe da hingepasst. Ich bin auch, glaube ich, in der Steuerung einfach viel zu behindert, so, dass ich halt gar nicht online... Das kommt mir vor. Nein, das aber ohne Spaß, also wenn wir uns da ein bisschen reinfuchsen und das ein bisschen öfter spielen, dann
Könnte richtig geil werden. Bei den Turnieren in der Fadens Arena und der Allianz Arena mit. Könnte ein mega geiles Projekt werden. Also das macht mega richtig viel Spaß. Auch wenn wir gerade nicht so überzeugend spielen. Also Leute, schreibt einfach mal in die Kommentare rein, wie ihr das findet. Nein! Oh shit, man hat schon kommen sehen. Ja. Hey, was sind diese weißen Felder eigentlich da unten? Ja, irgendwie so, wie krass du bist, glaube ich. Also diese Balken, ne? So zwei rote Balken. Balken, ja, aber ich habe drei, also bin ich immer krasser als du. Ja, keine Ahnung, was ist das eigentlich jetzt gerade so? Die liegen erstmal eine halbe Stunde da. 600 GP-Punkte bekommen für Foul, ja, das ist top. Fleischwisse sind übrigens absolut OP. Lol. Nice. Was hat der Torwart gemacht? BTF. Leute, was ich mich schon immer gefragt habe, kann man den Torwart anwählen in PES? Boah, was oh, hier, Statistik. Krass, ja, das ist echt krass. Boah, hier, warte, was, Gesamtpunkte. Was? Minus. Jan ist der Direktor. Das stimmt. Proaktive Verteidigung, was? Pro, ach so, dass das ich den denn? Pro hab, dass ich den Pro angewählt habe und mit dem aktiv verteidige, okay. Ja, ja, guck mal, Offensivstellung spielt bei mir besser. Sogar lila. Ja, ja. Ich zwar alles frei, was macht ihr, Leute? Ja, ich links. Hab Y gedrückt. Y Löhner, Alter, nein, das soll es leer. Fuck. Das wird so zweistellig, ich sag's dir. Ah, oh Mann, ey. Digga, ich hab nicht gewusst, was ich machen soll. Jetzt ist ein Tor, so safe. Ja, yeah! Yes! Meins! Unser Spieler, David Silva. Ja, ja, klar, ja, klar, hab ich dir zur Verfügung gestellt, oder? Schönes Tor, gut gemacht. Nice. Guter Pass, ja, ja. Ja, man kann ja drauf spekulieren, dass die Gegner ein Eigentor machen wollen. Schade. Wir haben auf jeden Fall alles gegeben. Das war unser erstes Spiel. Ich bedanke mich auch für diese erste Folge. Mir hat's mega viel Spaß gemacht. Mir auch. Überraschend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war sehr überraschend für mich, aber es war echt... Überraschend also, geil. Vor allem dieser Koop-Modus jetzt, dass man zusammen spielen kann und die Teams sich auch vermischen, aber man quasi einzeln trotzdem für sein Team... Das finde ich auch richtig geil. Also krass. Eine Folge werden wir auf jeden Fall noch aufnehmen, jetzt gleich im Anschluss für euch. Und dann könnt ihr uns auch noch Tipps geben, die wir dann eventuell umsetzen, falls euch dieses Projekt gefällt. Ich würde mich mega drüber freuen. Lasst mir Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, schaut bei allen anderen vorbei. Allen anderen, oder? Ja, ja. Meine Facecam ist wieder stehen geblieben. So gut. Okay, soll ich fertig machen? Ja. Schaut, wie gesagt, beim jeweils anderen vorbei, abonniert und aktiviert natürlich die Glocke. Das muss ich dazu sagen, weil das haben gar nicht so viele bei mir gemacht. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.